Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten draußen. Willkommen wieder bei Moviecheck und zur Filmkritik zu Unsane. Ausgeliefert. Einem Psycho-Thriller mit Horrorkomponente aus dem Jahr 2018, welcher eine Laufzeit von 98 Filmminuten besitzt, hierzulande von der FSK ab 16 Jahren freigegeben wurde und von Regisseur Steven Soderbergh inszeniert worden ist. Budgettechnisch hatte der Film 1,5 Millionen US-Dollar zur Verfügung und die hat er auch tatsächlich gut genutzt und auch richtig investiert. Im Box-Office hat er nämlich knapp 15 Millionen US-Dollar einspielen können. Worum geht's? Das ist ja jetzt die entscheidende Frage. Wir beobachten im wahrsten Sinne des Wortes eine junge Dame, die ihren Heimatort wechselt, wo sie gestalkt wurde und sich andernorts niederlässt. Ihr Leben weiterlebt und trotzdem immer noch an jeder Ecke gefühlt ihren einstigen Stalker wieder sieht. Aufgrund dieser Erlebnisse, auch schon in ihrer Heimatstadt, ist sie in psychotherapeutischer Behandlung. Und wir sehen sie bei einer dieser Behandlungen, einer dieser Therapiesitzungen. Und nebenbei wird ihr dann ein Schrieb reingereicht, den sie unterschreibt. Und urplötzlich findet sie sich auf der geschlossenen Station einer psychiatrischen Einrichtung wieder. Wieder ihren Willen, obwohl sie es unterschrieben hat. Man sollte immer das Kleingedruckte lesen. Naja, auf jeden Fall sieht sie auch in dieser psychiatrischen Einrichtung immer noch ihren Stalker und fragt sich dann mit der Zeit, werde ich jetzt wirklich verrückt oder bin ich es schon oder was geht hier ab? Sprich, dieser Film ist sehr, sehr intensiv und das vor allem aufgrund einer relevanten Komponente, die das Thema auch richtig gut visualisiert im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich aufgrund der Kameratechnik. Wir haben hier keine großen Redcams oder hochprofessionelle Kamerasysteme, nein, dieser Film wurde einzig und allein mit einem iPhone 7 gedreht. Und das ist insofern ja schon auf jeden Fall stilistisch relevant, weil jeder von uns die Videoqualität eines iPhones kennt. Und auch die Perspektiven, mit denen man ja selber vielleicht auch Selfies macht und dergleichen. Und genau diese Kameraeinstellungen, diese uns so bekannten Kameraeinstellungen, machen uns unweigerlich auch Teil des Filmes, weil das Thema Stalking und Voyeurismus sich grundlegend natürlich auch über das Bild uns darstellt und wir natürlich auch aufgrund der Videoqualität und der Angles, die gewählt werden, mitunter einem gewissen Voyeurismus uns nicht verwehren können. Wir beobachten ja die Szenerie auf der Leinwand oder im Heimkino und das auf eine Art und Weise, die uns gänzlich vertraut vorkommt. Und das macht dieser Film richtig, richtig gut. Vertrauen schaffen und Vertrautheit erwecken beim Zuschauer, was ich richtig, richtig stark gefunden habe. Und das auf jeden Fall ist ein immenser Pluspunkt. Was wir auch zusätzlich noch haben, sind nahbare Charaktere, das heißt Charaktere, mit denen wir uns identifizieren können. Allen voran die von Claire Foy verkörperte Hauptcharakterin, die wirklich von Claire Foy hier auch richtig, richtig gut gespielt wird, auch sehr authentisch gespielt wird. Was auch ein richtiges Thema ist hier in diesem Film, aufgrund dessen, dass er ein Kind seiner Zeit ist, 2018, war ja die MeToo-Debatte gerade wirklich am Losrollen und dementsprechend gibt es auch hier eine sozialkritische Komponente in diesem Film aufgrund der Thematisierung von Stalking und Voyeurismus, sexuelle Gewalt gegenüber Frauen, die diesen Film natürlich auch tagespolitisch und gesellschaftspolitisch aktuell machen und auch immer noch aktuell erscheinen lassen, heute. Denn auch heute haben wir immer noch die MeToo-Debatte und alle anderen Wellen, die dadurch losgetreten worden sind. Gleichzeitig ist er aber auch ein Kritikfilm am US-amerikanischen Gesundheitssystem. Da kann man wirklich jetzt nur den Kritikpunkt an dem US-Gesundheitssystem meiner Ansicht nach sehen. Hier in Deutschland läuft das nicht so wie da im Film dargestellt. Da hat man eher den Bezug, wenn man sich mit der US-Gesundheitspolitik etwas besser auskennt. Insgesamt ist der Film richtig, richtig gut. Er macht Spaß. Auch der Soundtrack ist ziemlich deep und zerreißend im Sinne von die spannende Atmosphäre ist tatsächlich auch im Soundtrack so zerreißend wiedergegeben worden, dass man diesen Film einfach nur als Genuss bezeichnen kann. Wo landen wir also jetzt hinsichtlich einer Wertung? Na, ich muss zum Ende kommen, denn ihr seht es, ich schwitze, es sind hier 70 Grad gefühlt. In der Filmwertung vergebe ich für Unsane ausgeliefert 4 von 5 möglichen Punkten. War das jetzt die Filmwertung oder die Genrewertung? Egal. Und in der Genrewertung ebenfalls 4 von 5 möglichen Punkten. Also insgesamt 8 von 10 Punkten für Unsane ausgeliefert. Habt ihr den Film gesehen? Wenn ja, dann tippt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich würde mich freuen, auch euch in Zukunft hier auf meinem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Dafür am besten die Glocke läuten und abonnieren.
dann verpasst ihr kein Video. Das war's von mir. Nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil.